Auch herzlich willkommen zurück zu Bioshock 2. Da wo? Oh, nein. Aua. Ich wecke die Kinder auf. Sie sind kräftiger, als sie denken. Mit ihrer Hilfe sollte ich das Wasser verdampfen können, damit wir alle hier wegkommen. Nur weiter, Vater. Ich befreie sie so schnell ich kann. So wie du es mir gezeigt hast. Du rettest sie nicht, Delta. Egal wie rein deine Absichten auch sein mögen. Die Erdoberfläche ist nicht das Paradies, sondern das Verderben. Es ist mir lieber, sie ertrinken. Hör zu, Vater. Du wolltest vielleicht keine Tochter haben. Aber Liebe ist nur ein chemischer Prozess. Eine Bedeutung erlangt sie nur, indem wir uns entscheiden. Ich will verdammt sein, wenn ich zulasse, dass Mutter dich mir noch einmal wegnimmt. Das Plasmid, Vater. Zeig mir einfach wo und ich helfe dir. Bitteschön. Was ist das, Vater? Aufgespießen. Bringst du ihnen was über Feuer bei? Der gehört mir. Wo gehst du hin? Du weißt doch, dass ich dich selbst unter Wasser abhängen könnte. Wir sind auf deiner Seite. Aber eh. Macht mir Feier. Das war die nächste Sprengladung. Wir müssen weiter. Wenn das Gebäude abstürzt, sind wir alle tot. Schatz, hier sind wir. Komm mal. Bam. So. Reporter. Also irgendwie rein. Geht das? Ich hab keine Ahnung. Dies ist keine Ahnung. Ich werde euch keine Offenbarung machen. Alles, was ich euch sage, wisst ihr bereits. Oh, da liegt jemand. Kommt nochmal. Eleanor sollte das ganze Genie Raptures in sich vereinen. Als erste lebende Utopistin. Sie sollte der ganzen Welt dienen, ohne eigene Interessen. Zwingt man einem solchen Wesen ein Bewusstsein auf, kappt man ihm die Flügel. Das war dein Geschenk an sie, Delta, genau wie sie gehofft hat. Du musst stolz auf dich sein. Ah ja, ich bin stolz. Was ist mit? Das ist mir jetzt hier geschenkt. Das finde ich nicht cool. Mann, cool. Moment. Delta war heute in Topform. Die Wärter wollten ihn zwingen, eine weitere Dosis von irgendeinem Zeug zu schlucken, womit sie ihn vollpumpen. Aber er hat alle vier auf einmal fertig gemacht. Hat ihnen sämtliche Arme und Beine gebrochen. Alles war voll Blut. Einer von denen wird wahrscheinlich nicht mehr.
Ich wünschte, ich könnte so frei sein. So frei sind wir frei. Ich kann das doch lieber hier. Das war eine Kreise, aber einfach mal. Ich löse die Laune. Sonst wird es so schwer, dass du nicht der Mann ist. Noch ein Traum. Was meinst du, das war nicht so gut. Oder was denn so? Ja, wenn du noch mal lachst. Vergiss, was ich gesagt habe. Durchhalten, Vater. Nicht aufgeben jetzt. Der Mädchen an einer Schwester vorbeigelangt und ist von der Brüstung in die Lobby gestürzt. Ich bin mir nicht sicher, ob es sich das Leben nehmen oder nur entkommen wollte. Wie auch immer, in der Zeit, die ich benötigte, um ins Erdgeschoss zu kommen, wo es lag,
waren seine gebrochenen Beine vollständig verheilt. Ohne eine ordentliche Ausrichtung waren die Knochen aber in unnatürlichen Winkeln miteinander verwachsen. Wir mussten jeden einzelnen ein Dutzend Mal erneut brechen und einrichten. So schnell verheilte alles. Diese Kinder mögen unsterblich sein, aber ich kann bestätigen, dass sie Schmerzen empfinden. Ich werde Lamp empfehlen, die Dosis der Beruhigungsmittel zu erhöhen, damit so etwas nicht mehr vorkommt. Als Lenk mich beauftragte, in Sachen Schmerzlinderung zu forschen, neigte ich zuerst dazu, die entsprechenden Reizleitungen zu blockieren. Die ersten Ergebnisse waren auch ermutigend. Bis einige der Kinder anfingen, aus Unachtsamkeit auf ihren eigenen Zungen herumzukauen. Ich muss sie von den anderen trennen, damit es keine Irritationen gibt. Schön. Geh weiter, du Kackroboter. Wir kommen zur anderen Kinderstation. Sie wird bewacht sein, Vater. Mach dich bereit. So, das knipsen da sofort. Die Fresse will keiner sehen. Ah, schön. Bist, gib mir wieder ein Signal, wie vorhin. Drück den Rufknopf, dann gehe ich weiter. Das war mir schon klar. Bitte, danke. Bist du jetzt unterwegs mit der Hand? Hey!